Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Titan Quest Emerald Throne mit mir, mit dem lieben Fischi und heute ohne Gastkommentator, weil der liebe King, der großartige König, sein Bett gerade neu aufbaut oder etwas derartiges. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Ich weiß nur, dass er am Rumstöhnen war von wegen, oh, mein Bett ist so schwer, oh, massive Eiche. Naja, und deshalb heute nicht mit ihm leider, aber dafür mit mir immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das toll ist, aber ihr müsst mich halt ertragen. Ihr wisst ja, ich bin im letzten Part hier ausgeloggt beim edlen Saturn. Der Part, der für mich heute hochgeladen wurde, für euch übermorgen. Und naja. Du brauchst mehr Energie. Ja, ich brauche mehr Energie. Das ist immer noch ein Problem. Ich war noch nicht wieder einkaufen. Ich habe mich gerade wieder hingespielt, habe 1000 Monsterorden zerschnetzelt. Und habe ich darüber ein bisschen abgefuckt, weil das ein bisschen nervig war. Und ich habe den Timer gestartet. Ich habe alles gemacht, was ich machen musste. Und jetzt werden hier erstmal ein paar Gegner zerstört. Naja, ich weiß nicht, was ich richtig sagen soll. Ich bin eigentlich momentan aus meinem Let's Play so ein bisschen raus. Ja, ich bin gerade gelevelt. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ein bisschen ohne euch rumgelaufen. Ich hoffe nur, die Aufnahme wird was und zerstört sich nicht wieder selbst. Hab nämlich gerade erst die Hälfte von meinen Minecraft MMM Parts, das waren 24, musste ich gerade erstmal die Hälfte von löschen. Ja, weil ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das nicht so ganz toll geklappt. Jedenfalls musste ich deswegen die sämtlichen, also ich render jetzt gerade alles mit meinem Programm, die sämtlichen AVIs von Fraps und dem Arsch. Was ich nicht so schön finde, um ehrlich zu sein, jetzt habe ich auch so eine Pause gedrückt, weil ich das drücken wollte. Naja, und ich hoffe, das passiert mir jetzt mit Minecraft, mit Dingen ziemlich nicht wieder. Ich hatte das ja mit dem Together mal eine Zeit lang. Dass ich da auch ein komplett zerstörtes LP einfach mal hatte. Und das war ja auch... Alter! Wieso heilt mich denn der Scheiß nicht mehr? Ah, okay. Ich kann die ganze Zeit was trinken. Und das Ding ist wahrscheinlich noch auf Level 1. Muss ich mal gucken. Jedenfalls hat es mich gerade zweimal nicht geheilt und da hatte ich Angst. Und ich muss zum Händler. Man merkt vielleicht, ich bin heute ein bisschen offensiver. Ich bin heute... Es ist mitten am Tag. Es ist mitten am Tag und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Ich zock mit zwei offenen Fenstern. Das heißt, meine lieben Nachbarn können jetzt gerade sämtlichen Scheiß hören, den ich von mir gebe. Ich kriege da gar noch Besuch. Und ich hoffe, man sieht mir nach, dass ich so viel rumschreie in meiner Nachbarschaft. Aber ich lebe auf dem Dorf, da gibt es eh keinen Spanz, also drauf geschissen. Ich hoffe sehr, dass ich dieses Problem jetzt nicht wieder habe und dass es auch bei Minecraft nicht wieder vorkommt, weil Schwert und Schädel sind, das ist dann alles. Spaß willkommen, mit Kirche ein weniger. Edler Krieger wie du. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Okay, ich sollte auf Rüstung skillen. Gut, auf Stärke skillen. Alter, oh Gott, ich bin auch schlecht equipped, ey. Was ist das? Boah, fuck you, Alter. Entschuldigung. Ich sollte wirklich mehr auf Rüstung skillen. Blitzwiderstand ist scheißegal, Kälte ist egal. Energie und irgendeine. Nein. Einen einzigen Zaubertrank habe ich noch. Da wird doch gleich erstmal eine ganze Reihe nachgekauft. Zack. Alles hier hinballern. Ich habe hier so meinen kleinen Ordnungstick drin. Stapel. Komm, dahin. So, die Dinger könnte ich eigentlich nur zum... Beehre mich mal wieder! Sorry. Ich habe keine Ahnung, was Heiltrank war. War nicht cool, okay. Egal, ich gehe jetzt gerade komplett falsch. Wir sind ja auf dem Weg nach Athen. Was, Athen? Nee, Delphi. Ambrosos, ja genau, Ambrosos, die nächste Stadt, in die wir kommen. Und in Ambrosos hätten wir wahrscheinlich auch einen Händler gehabt, aber ich brauchte jetzt einen, weil ich nur noch einen Heiltrank hatte. Macht vielleicht Sinn. Ich habe Todesnackenschmerzen. Und ich bete gerade dafür, dass die Aufnahme vernünftig ist und ich nicht nochmal alles von vorne aufnehmen muss. Weil da hätte ich echt wenig Lust drauf. Eigentlich. So viel Spaß macht das nämlich nicht.
Ich meine, es macht viel Spaß. Ach, es ist auf 2. Oh. Ich sollte das ganz dringend mal höher skillen. Naja, ich hoffe, ihr wisst es noch, dass ich im Single Let's Play alles mitnehme. Das ist in den letzten Parts ein bisschen vernachlässigt worden, vor allem, weil ich die letzten Parts eigentlich überhaupt keine Zeit hatte. Hat man vielleicht gemerkt, ich war immer sehr hektisch, hab gleich mehrere Parts aufgenommen. Momentan nehme ich halt immer nur einen Part auf, was auch ein bisschen schlecht ist, weil ich eigentlich zum nächsten Brunnen immer kommen muss. Weil ich sonst halt alles nachspielen muss und ihr ein bisschen was verpasst. Und zwar töten verpasst ihr. Aber darum geht's mir gar nicht. Ich will eigentlich, dass ihr alles mitkriegt. Egal wie unwichtig das ist. Ich nehme ja auch die komplette Story mit, höre jedem Spaß zu. Ich glaube, ich habe es in Megara komplett vergessen. Hab da einfach überhaupt nichts gemacht. Und das gefällt mir selber nicht. Weil das Let's Play eigentlich für mich so ein kleines Revue passieren des ganzen Spiels ist. Ich habe ja am Anfang mal erzählt, ich habe dieses Spiel wirklich schon gesuchtet. Mit demjenigen, mit dem ich das LPT als erstes aufgenommen habe, habe ich das Spiel durchgespielt. Zwar nur im Cheat Mode, aber ich habe es auch so zwischendurch nicht mehr gespielt. Ich finde es einfach toll. Es ist mein kleines Gegenteil zu Sacred, könnte man sagen. Weil ich Sacred einfach über alles liebe und ich vermisse es momentan echt extrem. Wir können es hier momentan leider nicht weiter LPen, was auch immer. Wir können es momentan leider nicht spielen, wegen Freddy. Ich mache ihm da ja so ein bisschen Vorwürfe, so unter meinen Videos immer. Danke, Freddy. Also es ist natürlich nicht ernst. Den hab ich nicht gesehen. Oh, Gott. Den hab ich gar nicht gesehen. Scheiße, ich will weg hier. Den hab ich wirklich nicht gesehen. Shit. Komm, shit. Ja. Ich war auch im letzten Part wieder ein bisschen verplant, weil ich richtig, richtig eilig war. Da hatte ich nämlich auch noch Besuch. Oder hab Besuch bekommen, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da hatte ich auch schon Besuch. Jedenfalls war ich sehr eilig. Oh, ich kann Wendesteil raufgehen. Und bin deshalb ein bisschen hektisch geworden. Was ich heute auch haben werde. Aber heute nicht so schlimm. Weil ich mir sage, okay, der Part ist eh in 12 Minuten vorbei. Da ist nicht alles erkundet. Wir nehmen hier alles mit. Wirklich alles. Jetzt ist da alles erkundet. Jetzt zoomen wir mal kurz raus. Ja, passt. Nächste Insel. Gut, auf der nächsten Insel kommt auch schon die Stadt. Ist das richtig sehr? Ja, hier ist die Stadt. Ich hätte einfach nur einen Meter weitergehen müssen. Na, das ist doch scheiße. Na egal, hier ist bestimmt irgendwo ein Brunnen. Ich hoffe zumindest. Und ja, das ist ein Brunnen. Geil. Ja, geil. Schlecker. Ja. So. Und jetzt lauschen wir gleich mal wieder den Gesprächen von diesen wirren Menschen, die irgendwie komplett Probleme haben. Ich halte einfach mal die Fresse. Wir stellen uns vor, sie scrollen ran und... Psst. Überall in Griechenland wird die Ernte vernachlässigt. Ländliche Dörfer werden niedergebrannt und verlassen. Die Bauern versammeln sich zur Sicherheit in den Städten. Ich sage, dass der Pfeil bereits in Griechenlands Brust steckt. Na, solange er nicht in meiner sexy Brust steckt, ist das gut, ne? Nächste. Ah, der Olivenhain. Es ist wahr, dass ein heiliger Baum alt und stattlich dort stand. Er liegt an der Straße, aber ich würde mich von dort fernhalten, wenn ich du wäre. Wenn ich ihr wäre. Ich habe immer noch mehr zu sagen als du. Hallo, Hundi. Ja, du bist hier vorne. Krollen magst du. Ich habe einen noch gar nicht. Sorry. Oh, man sollte Fails von mir gewohnt sein. Oh, hier ist eine Quest. Da lauschen wir doch mal ganz gespannt. Ein besonders talentierter Waffenschmied lebt in den Hügeln beim Helikospass. Manche sagen, dass der Gott Hephaistos selbst Thermaros die Handwerkskunst gelehrt hat. Er ist freundlich, aber bleibt lieber allein. Wenn du ihn finden kannst, wird er dir gerechte Preise anbieten. Sofern er dich mag. Ja, dich mag aber keiner. Also kriegst du keine guten Preise. Gut zu wissen. Ich bin eine Frau, ich krieg 100%ig gute Preise. Ich meine, hallo, Tittenbonus. Hier ist der Händler, da ist noch eine Quest. Wir reden erstmal mit dem Händler. Weil ich Bock drauf hab. Ich sehe, du bist weit gereist, Fremder. Komm her und sieh dich um. Nein, danke. Vielleicht habe ich etwas, das du gebrauchen kannst. Schnauze. Ich habe hier noch nichts Blaues. Zumindest nichts für mich. Da sind gerade Leute mit dem Roller vorbeigefahren. Oh, 11 Stärke. Den möchte ich gerne einsetzen. Zack, eingesetzt. Dafür kann ich den
kaufen. Irgendwann fing 112 Stärke. Ich muss jetzt noch einmal leveln, dann kann ich die Rüstung wenigstens anziehen. Und nichts. Doch, das ja noch. Yay, geil. Hm, jo, geil, jo, schleck mal, jo, so gut. Wie ja, das wohl. Ist so ein kleines Markenzeichen von mir. Nein, das ist eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein TTT-Markenzeichen von mir, dass ich das immer so sage. Ich rede eigentlich immer so mit so Schweizer Akzent. Und wir reden jetzt erstmal mit Asmides, dem Händler. Ich war auf dem Weg von Delphi, um mit einigen Waren zu handeln. Ich hatte gerade mein Lager in den nahegelegenen Ruinen aufgeschlagen, als ich das Klappern von Knochen hörte und den Geruch von Toten wahrnahm. Ich schaute auf und sah überall Skelette. Sie schienen nicht sehr freundlich zu sein, also rannte ich davon. Soweit es mich betrifft, wer auch immer meine Waren findet, kann sie behalten. Ja, Nebenaufgabe aktualisiert. Zurückgelassene Waren. Er sieht eher aus wie ein Fischhändler. Fischi. Was? Keine Ahnung. Und jetzt. Oh, guck mal, da kommen welche. Da kommen welche angelaufen. Hauen wir doch mal die Harpien aufs Maul. Och, jetzt stehen sie da ganz entspannt rum. Ja, ich drück schon wieder aus, das in Pause. Ich muss mich an die Tastatur erst noch gewöhnen. Ich meine, ich habe sie jetzt zwischen 2-3 Monate oder so. Trotzdem bin ich nicht dran gewöhnt. Sie ist toll. Punkt. Aber muss ich halt an jede Tastatur erstmal gewöhnen. Jede Tastatur ist anders. So, M wieder zu. Und wir können weiterlaufen. Wir werden jetzt hier erstmal den Brunnen haben wir aktiviert. So, wir haben jetzt noch 8 Minuten. Vielleicht finden wir bis dahin noch irgendwas Gutes. Ich weiß ja schon, welche Gegner als nächstes kommt. Ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe eigentlich, dass ihr dieses Let's Play blind guckt. Also, dass ihr selbst keine Ahnung von dem Let's Play habt. Oder dass hier wirklich ein Spiel ist, das ihr liebt, dann kann ich aber verstehen, wenn ihr noch ein paar Parts abschaltet. Weil ich halt meistens sehr verplant bin, die Skills nicht alle komplett gut beherrsche, die Klassen nicht auswendig kenne, nicht vernünftig skille. Wahrscheinlich ist mein Charakter jetzt schon komplett verskillt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich spiele dieses Spiel, um Spaß zu haben und nicht um der Beste zu sein. Ich will der Allerbeste sein. Was? Ich bin tot. Soldaten, zu Hilfe! Ich hasse Gegnergruppen. Aber ich glaube, das könnte ganz gut für uns laufen. Joa, noch läuft's ganz gut. Wir haben jetzt ein bisschen was runtergebumst. Oh, ich habe die Wildschweine gerade komplett übersehen. Ja, mein Hund ist natürlich wieder gut dabei. Ich sollte vielleicht noch einen zweiten beschwören. Kann ich nämlich. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob ich es kann. Ich kann es tatsächlich. Ich kann im LPT ja auch schon einen zweiten Hund beschwören. Leider noch keinen dritten. Wir sind im LPT schon in Ägypten. Da sind die Parts, die ich momentan hochlade, auch wieder komplett grafisch hin, leider. Auch tonmäßig sind sie nicht mehr auf der Höhe. Leider. Ich vergifte übrigens immer den ich gerade schlage, weil ich aus Versehen noch auf ihn draufklicke. Das sei mir auch nachzusehen. Das ist keine Absicht. Das kann man mir glauben. Ich weiß, dass es sinnvoller ist, wenn man zu verzaubern, den man überhaupt nicht angreift. Also wie den da jetzt gerade. Und da bin ich schon wieder gestorben. Hey! Ich glaube, ich werde, sobald ich das Let's Play durch habe, mal eine Compilation von meinen Toten machen. Das könnte sehr uninteressant werden, weil ich sehr oft sterbe. Eventuell nehme ich auch im Anschluss noch ein Part auf. Ich werde aber erstmal gucken, ob die verdammte Grafik stimmt. Ich habe nämlich eine Heidenangst, dass es wieder alles so kaputt ist. Und dann kotze ich. Dann kotze ich jetzt. Mach ich wirklich. Könnt euch doch vorbereiten. Ich habe natürlich kein Eichenherz eingeschaltet. Kein Hund. Naja, und jetzt gibt's hier erstmal ein paar Zentauren aufs Maul. Ich habe mir neulich auch mal ganz kurz... Alter, 4 Stück, wollt ihr mich verarschen? Ich habe neulich mal ganz kurz in einen Part von einem anderen Let's Player geguckt, der 29 Aufrufe auf seine Videos hat. Auch nicht sehr viel. Ich habe nicht viel weniger, sage ich jetzt mal. Doch, eigentlich schon. Ich war froh, wenn ich einen Aufruf kriege.
Aber der hat da auch so einen komischen Akzent. Das war ein bisschen anstrengend fürs Let's Play, also fürs Gucken. Sag ich jetzt mal. Und deshalb habe ich nicht weitergeguckt bei ihm. Weil mir es zu anstrengend wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir der Kommentarstil zu anstrengend. Eben das Seine, sage ich immer. Gibt Leuten, die gefällt's. Ich kann verstehen, wenn man meinen Kommentarstil nicht mag. Ich könnte damit leben, wenn jemand sagt, hey, der Kommentarstil ist scheiße, du bist scheiße, du bist 5 Jahre alt, du bist voll scheiße. Ja. Ja, habe ich gerade wirklich gesagt. Und ich werde auf jeden Fall noch ein Part aufnehmen. Wir sind jetzt am Hain. Ich glaube, ich habe den Centaur doch schon platt gemacht. Den Zyklopen, sorry. Und wir haben jetzt 4 Minuten. Ich hoffe, in den 4 Minuten schaffen wir es. Mal ein bisschen rauszoomen. What? Das Gebiet hatte ich anders in Erinnerung. Ich dachte, wir sind wohl komplett anders. Ich weiß auch gerade nicht, wie man die Minimap ranzoomt. Sonst hätte ich das jetzt gerade mal gemacht, weil ich es nicht mag, wenn die so weit weg ist. Geht es jetzt hier noch nach... Ja, hier sieht das schon besser aus. Und ja, schauen wir mal, was es gibt. Ich wollte eigentlich nachher, oder jetzt gerade besser gesagt, noch Minecraft aufnehmen mit Freddy und Kishi. Allerdings baut Freddy, wie gesagt, gerade sein Bett zusammen. Sonst hätte ich auch mit ihm das hier aufgenommen. Und Kishi, der setzt gerade seinen beschissenen Laptop wieder neu auf. Ich glaube zum 8. Mal oder so. Die letzte Mal hat es nicht funktioniert. Kein Plan, warum. War mir auch ziemlich egal. Es ist Kishis Laptop und nicht meiner. Naja. Wir haben irgendwie diesen Part wieder nichts Wichtiges geschafft. Wir gehen diesen Part schon mal bis zum nächsten Dingens. Wobei, wenn ich jetzt wieder einen mehr aufnehme, dann komme ich hier durcheinander. Das ist mein Hain, der dort auf dem Hügel brennt. Der heilige Baum steht noch immer da oben. Er ist vielleicht unverletzt, aber du wirst an den wilden Brutalen vorbeikommen müssen, um ihn zu erreichen. Ja, an den wilden Brutalen müssen wir vorbeikommen. Ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir beenden den Part an dieser Stelle. Und, ach, da kommen noch Spinnen. Ach komm, machen wir den nochmal kurz aufs Maul. Okay, sie ist tot. Gut, dann... ich bin jetzt der Busch. Ich komme jetzt aus der Busch. Nein, okay. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Dienstag. Dienstag? Nee, Mittwoch. Mittwoch. Oh. Warte. Dienstag. Dienstag, Donnerstag, Freitag, Montag, Mittwoch, Samstag. Ich bin jetzt durcheinander. Dienstag, Donnerstag, Samstag. Mittwoch, Freitag lade ich das hier hoch. Habe ich jetzt schon einen hochgeladen? Ich hab keine Ahnung. Naja, macht's gut. Tschüss.